Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Wir werden in Kürze mit der würdevollen Gedenkveranstaltung beginnen. Es wird heute Abend die Gedenkrede halten, Herr Dr. Maximilian Krah, unser Europakandidat aus Dresden. Der wird in Kürze hier eintreffen. Im Anschluss daran werden wir unsere Kränze und Blumen hier an der Gedenkstätte niederlegen und innehalten und der Opfer der alliierten Bombenangriffe auf Dresden am 13. Februar 1945 gedenken. Ich möchte Ihnen vorab noch sagen, lassen Sie sich bitte von den Gegendemonstranten nicht provozieren. Wir gedenken im Gegensatz zu diesen Herren, zu meiner Rechten oder Damen zu meiner Rechten, friedlich. Also lieber André, liebe Freunde, vielen Dank. Es ist ein eher trauriger Anlass, der uns heute zusammengeführt hat. Und zwar doppelt traurig. Das eine ist das Gedenken an die Zerstörung der Stadt. Und der andere traurige Anlass sind die Schreihälse da draußen. Und mal ehrlich, wer hätte sich 1990 erträumt, dass wir noch nicht mal mehr in der Stadt, die unsere Heimat ist, unserer Toten gedenken dürfen, als Ergebnis dessen, dass wir unsere Freiheit zurückgewonnen haben. Und deshalb hat der 13. Februar mittlerweile eine doppelte Bedeutung. Es ist zum einen das alte Erinnern, es ist das Gedenken an unsere Toten, an Unschuldige, denn es war kein Militär in Dresden. Es ist die Erinnerung an eine untergegangene Stadt, deren Wunden wir immer noch sehen, mit den vielen Brachen in der Stadt. Aber es ist mittlerweile auch zum Zweiten eine Frage der Selbstbehauptung. Aus dem, was ursprünglich Erinnerung an Mord und Untergang war, ist mittlerweile offiziell ein Kampf gegen rechts geworden. Und derjenige, der sich das nicht nehmen lassen will, daran zu erinnern, was 1945 geschehen ist, der braucht Polizeischutz. Und wir sind heute auch deshalb da, damit sich das wieder ändert. Meine Damen und Herren, wir sind nicht die Einzigen, die es so sehen. Ich habe mal nachgeschaut, am 11. Februar 1944, also mehr als ein Jahr vor der Bombardierung Dresdens, gab es bereits im englischen Oberhaus eine Debatte. Und damals wurde darauf hingewiesen, dass die Zerstörung von Innenstädten, die historisch gewachsen sind, und das gezielte Angreifen von Zivilisten einen Zivilisationsbruch darstellt. Und dass man dies nicht tun sollte, wenn man diese Zivilisation durch einen Krieg gegen die Nazis retten will. Die Worte sind unverhallt, sind ergebnislos verhallt. Wenn wir heute nach England und Amerika schauen, dann werden wir feststellen, dass die Erkenntnis da ist. Das Turmkreuz der wieder aufgebauten Frauenkirche wurde von einem Schmied in England geschmiedet, dessen Vater selber Bombenpilot war. Ich habe, als ich in England und Amerika studiert habe, niemanden kennengelernt, der mir erklärt habe, die Bombardierung Dresdens sei gerechtfertigt gewesen. Jedem war klar, dass man sich im Rahmen eines gerechten Krieges gegen die Nazis auch furchtbar teilweise daneben benommen hat. Und das Symbol dessen ist eben unsere Stadt. Die einzigen, die der Meinung sind, es sei korrekt, gezielt Frauen, Kinder und historische Gebäude anzugreifen, aber die Industrie, die Kasernen und die Industriebetriebe außen vor zu lassen, meine Damen und Herren, das sind leider die Schreihälse. Das ist etwas, was man außerhalb Deutschlands nicht findet. Und insofern ist es leider... Hier spricht die Polizei. Wir richten uns an alle Personen vor der Gedenkstätte an den Hamburger Gittern. Ihre Versammlung wird Ihnen aufgelöst. Wir fordern Sie weiterhin auf, sich hier von der Gedenkstätte zu entfernen und in Richtung Kreuzkirche zu gehen. Nun nochmal. Die Polizei richtet sich hier an alle Personen vor der Gedenkstätte an den Hamburger Gittern. Ihre Versammlung wurde aufgelöst. Für Sie ergibt sich die Pflicht, sich hier zu entfernen und dies in Richtung Kreuzkirche. Ende der Durchsage 21.38 Uhr.
Es ist leider ein deutsches Phänomen, dass man auf die Gräber der Vorderen spuckt und nicht imstande ist, die Geschichte so zu sehen, wie sie tatsächlich war. Niemand hier wird die Hauptkriegsverantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg in Abrede stellen. Niemand, der hier ist, die Verbrechen, die Deutsche begangen haben. Aber das ist keine Rechtfertigung zum Aufrechnen. Und es gibt ein sehr schönes Denkmal, das das ausdrückt, und das ist auf dem Heidefriedhof das Denkmal, das in 1960 gebaut wurde zur Erinnerung an diese Bombardierung. Und es zeigt eben, dass die Opfer, die es gab, und zwar egal wo in Europa in diesem schrecklichen Krieg, gemeinsame unschuldige Opfer sind und dass man sich gegen eine Hierarchie der Opfer wehrt. Wir stehen nicht über und wir stehen nicht unter anderen Völkern und deshalb haben wir ein Recht, hier an dieser Stelle zu gedenken, dass hier schlesische Flüchtlinge, Dresdnerinnen und Dresdner, vor allen Dingen Zivilisten, unschuldig verbrannt, verschüttet und erstickt sind. Meine Damen und Herren, leider wird dieses Gedenken, das früher immer in den Kirchen mit einer Aufführung von Beethovens 9. begangen wurde und dem Glockengeläut, mittlerweile so stark politisiert, dass man es kaum wiedererkennt. Was wir daran erkennen, ist, dass wir eine Wende brauchen. Hier spricht die Polizei. Es folgt die zweite Durchsage. Ich richte mich nochmal an die Personen im Bereich der Gedenkstätte am Hamburger Tor. Ihre Versammlung ist von der Polizei um 21.38 Uhr aufgelöst worden. Laut Versammlungsgesetz hatten Sie die Pflicht, sich sofort zu entfernen. Nach dem Versammlungsgesetz haben Sie die Pflicht, sich sofort zu entfernen. Kommt Ihre Pflicht nicht nach, kann dies mit einer Geldbuße bis 500 Euro geahndet werden. Wir erhalten einen Platzverweis für den Bereich an der Gedenkstätte an den Hamburger Peter. Dieser kann auch mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden. Ende der zweiten Durchsage, 21.40 Uhr. Wir werden also heute aller Voraussicht nach noch Zeuge eines doch sehr unwürdigen Schauspiels, nämlich dass die Leute, die unser Gedenken stören, es jetzt noch während des Glockengeläuts auf einer Auseinandersetzung ankommen lassen wollen. Liebe Freunde, spannen wir den Weg. Das, was hier geschehen ist, ist Verantwortung und es begründet eine Verantwortung für uns. Zum einen, es darf nie wieder vorkommen. Zum zweiten aber eine Verantwortung, sich zu erinnern. Denn wenn es vergessen wird, wird es wieder vorkommen. Und dass man der eigenen Toten gedauert, ist eine Frage von Anstand und Aufrichtigkeit. Lasst uns in dem Sinne nach vorn blicken und dafür sorgen, dass in Zukunft hier wieder mehr stehen und da weniger. Und dass unsere Stadt nie vergisst, was geschehen ist. Dass sie anständig und aufrichtig an die Toten erinnert und in dem Geist ein Zeichen des Friedens aussendet. Vielen Dank. Vielen Dank, Maximilian Krah. Nun läuten die Glocken, die auch nochmal in besonderem Maße an diesen schicksalhaften Tag hinweisen. Lassen Sie uns innehalten und verharren und mit dem Glockengeläut an die Toten, an die Opfer erinnern. Thank you.
ist fliegen oder was? Fliegen! Oder alle Kinder haben vor, was sie uns wollen. Na? Thank you.
Zwang durchgesetzt werden. Ich wiederhole nochmal.
Die Polizei richtet sich an alle Personen im Bereich Gedenkstätte vor dem Hamburger Gittern. Ihre Versammlung wurde um 21.38 Uhr aufgelöst. Sie sind der Auflösungsverfügung und der Pflicht, sich sofort zu entfernen, nicht nachgekommen. Die Polizei wird ihre Personalien feststellen, um die Rechtsverstöße anzuzeigen. Dies kann auch mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden. Ende der dritten Durchsage um 22.02 Uhr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Vielen Dank für das Gedenken. Halt die Fresse! Vielen Dank für das Erinnern. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Sie haben dann die Möglichkeit, Gebinde, Kerzen und Blumen niederzulegen und können weiterhin zum Gedenken bis 22.15 Uhr hier vor Ort im abgesperrten Bereich verbleiben.